Du willst Freunde im Alltag ansprechen, anflirten, weißt aber nicht genau, was du sagen sollst? Die Frage klären wir hier im Video. Schön, dass du dabei bist. Was sollst du bloß sagen, wenn du sie ansprichst? Das ist natürlich die eine Frage, die ich immer wieder von meinen Coaching-Kanälen bekomme. Ja, Tim, also dann geht's los mit dem Coaching. Jetzt will ich die erste Frau ansprechen, aber was soll ich denn sagen? Tim, was soll ich denn jetzt bloß sagen? Das ist ein Thema, das bespreche ich immer wieder und viele Männer haben da ein großes Fragezeichen. Die allererste Sache, die du verstehen musst, bevor wir dann gleich zu tatsächlichen Dingen kommen, die du sagen kannst, ist diese Grundregel hier. Man sagt immer, und du hast diesen Spruch vielleicht schon mal gehört, es ist nicht so wichtig, was du sagst, es geht darum, wie du es sagst. Das Wie ist wichtiger als das Was. Und das ist die absolut wichtigste Grundregel, die du verstehen musst. Ich habe dir dazu ein Infield-Video von mir, ein Live-Flirt-Video von mir mitgebracht. Das ist ein altes Live-Flirt-Video von mir. Wenn du das noch nicht kennst, solltest du es unbedingt mal schauen. Da wird das ganze Prinzip sehr klar. Erster Link in der Beschreibung. Schau unbedingt mal vorbei. Dann wird sehr klar, was ich dir jetzt hier erklären möchte. Das Wie ist wichtiger als das Was. Was bedeutet das? Ich habe in meinem Leben schon die größte Scheiße mit Frauen geredet und auch die dümmsten Sachen zu Frauen gesagt. Und das hat funktioniert. Nicht, weil das Was so gut war, sondern weil das Wie ich es gesagt habe, so gut war. Ich habe zum Beispiel Frauen angesprochen, bin neben den Herren gelaufen und habe sie gefragt, bist du eher der Erdbeer- oder Bananentyp? Ja, das ist der komplette Blödsinn. Das hat überhaupt gar keinen Sinn, überhaupt gar keinen Inhalt oder Mehrwert. Aber aufgrund meiner Überlieferung, meiner Delivery, so wie ich es rübergebracht habe, war es halt lustig, entspannt und locker. Der Punkt war, ich war lustig, ich war entspannt, ich war locker, ich war gelassen in der Situation. Und wenn du diese Sachen, das Wie, richtig machst, Gelassenheit, Lockerheit, Entspanntheit, humorvoll, lustig, spaßig, wenn du diese Sachen mitbringst ins Gespräch, dann ist es fast egal, was du sagst. Diese Grundlage hier kann absolut alles, was du sagst, ausgleichen. Du könntest Sachen sagen, wo du dir ansonsten denken würdest, da komme ich für ins Gefängnis oder das ist politisch absolut unkorrekt. Wenn du es mit diesem Grundkonzept hier kombinierst, Spaß, Entspanntheit, Lockerheit, Humor, dann kannst du fast alles sagen und fast alles wird funktionieren, einfach nur, weil diese Grundlage da ist. Das ist das Wichtigste, was du entwickeln kannst. Und das entwickelst du natürlich auch dadurch, dass du mit den Frauen redest, dass du mit fremden Menschen allgemein viel in Kontakt kommst. Dadurch entwickelst du halt die Lockerheit im Umgang mit anderen Menschen. Das ist natürlich ganz klar. Aber das ist der eigentliche Faktor. Das sind die 90%. Also das erstmal für dich. Es ist gar nicht so wichtig, was du sagst, das Wie ist viel wichtiger. Ja, du kannst die tollsten Sprüche haben, wenn dahinter keine Lockerheit ist, wenn dahinter keine Entspanntheit ist, dann wird das nichts nützen, dann wird das keinen Unterschied machen. Sprüche sowieso nicht. Also es macht sowieso keinen Sinn, sich mit krass einstudierten Sachen auf den Weg zu machen. Ich werde dir gleich ein paar Sätze oder ein paar Sachen mitgeben, die dir am Anfang als Stützräder dienen können, aber die sollten schnellstmöglich abgeschraubt werden, um dann wirklich Fahrrad zu fahren bzw. zu flirten. Aber wie gesagt, um dir nochmal klar zu machen, was ich genau meine, in einem wirklichen Flirt mit Wie ist wichtiger als was, schau dir den ersten Live-Flirt, erster Link in der Beschreibung an. Selbst wenn du ihn schon gesehen hast, schau ihn nochmal, denn da wird das absolut klar. In diesem Flirt, ich tausche kaum richtige Informationen mit der Frau aus. Es ist ein relativ langer Flirt, der auch zu einem Date und weiterführendem geführt hat. Ich tausche kaum was mit der Frau aus, aber wir haben Spaß, Ironie, Sarkasmus, Humor, alles ist dabei, lockere Atmosphäre und es hat wunderbar funktioniert. Erster Link in der Beschreibung, da siehst du, was ich meine. Wenn du generell wissen willst, was zieht Frauen an, was muss ich tun, um Frauen anzuziehen, dann kannst du dir mein gratis Geschenk runterladen für dich, die drei mächtigsten Anziehungsschalter. Das ist ein kleines E-Book, relativ kurz gehalten, damit es nicht viel Zeit kostet und einfach die wichtigsten Informationen kannst du dir daraus ziehen. Das kannst du dir auch gratis runterladen. Das ist der zweite Link in der Beschreibung. So, das Wie ist also wichtiger als das Was. Aber was könntest du denn jetzt sagen? Ich habe dir gerade gesagt, ich möchte dir ein paar Stützräder mitgeben, die du benutzen kannst. Also, um es mal ganz, ganz simpel zu machen. Es reicht tatsächlich allererst mal, wenn du Hi sagen kannst. Ein einfaches Hi, du gefällst mir oder Hi, Kompliment, reicht tatsächlich, um ein Gespräch mit einer Frau zu eröffnen und auch um es erfolgreich zu eröffnen unter Umständen. Ist das direkte Ansprechen die beste Methode? Nicht unbedingt, wenn du situativ, entspannt, locker über, naja, ich sag mal eine Situation, über was Spaßiges ins Gespräch kommen kannst, so wie du das auch in dem Flirt von mir siehst, dann ist es besser. Aber direkt kann gut sein für den Anfang, weil es ist einfach und es erfordert nicht viel von dir und du kannst es dir vorher zurechtlegen. Also ein Hi und ein Kompliment, das reicht schon, um in ein Gespräch einzusteigen. Ein Satz, den ich auch immer wieder meinen Coaching-Teilnehmern mitgebe und den ich dir auch nur ans Herz legen kann, ist,
Was machst du denn, wenn du nicht gerade XY machst? Das ist ein super Satz und ich benutze ihn manchmal, wenn mir gerade nichts einfällt. Du kannst ihn immer benutzen, wenn dir gerade nichts einfällt. Und du sagst einfach, was machst du denn, wenn du nicht gerade das machst, was du hier gerade machst? XY als Variable. Was machst du, wenn du nicht gerade für deine Mutter ein Geburtstagsgeschenk einkaufen gehst? Oder was auch immer die Frau da gerade macht. Und was du meistens auf diese Frage bekommst, sind Informationen zu, das mache ich beruflich, das sind vielleicht meine Hobbys, das mache ich hier in dieser Stadt, das mache ich generell so mit meiner Zeit. Und schon hast du riesige Themengebiete, mit denen du arbeiten kannst. Das Wichtigste ist, in der Kommunikation, um wirklich Sachen zum Reden zu haben, dass du auf Dinge, die die Frau sagst, auch eingehst. Was ich oft erlebe bei Anfängern ist, die Frau sagt irgendwas, hey, ich reite, und du bist einfach so, okay, Stille. Anstatt irgendwas dazu zu sagen, irgendwie darauf einzugehen. Es ist natürlich wichtig, dass du, wenn du mit anderen Leuten redest, du dich auch für die anderen Leute interessierst. Das ist eine Fähigkeit, die ich über die Zeit entwickelt habe. Es ist mittlerweile so, du kannst mir wirklich alles Mögliche erzählen. Du kannst mir sagen, du stehst auf Briefmarken sammeln oder auf Kunstsammlungen oder was auch immer du mir erzählst. Ich werde immer genauer nachfragen, weil ich einfach wissen will, okay, was hat es damit auf sich? Das ist etwas Neues, das ich in meinem Leben noch nicht kenne, deswegen möchte ich mehr Informationen darüber haben. Und so solltest du auch an das Frau-Thema rangehen. Wenn sie mir erzählt, warum sie oder dass sie reitet, dann frage ich sie, cool, wie lange schon? Wie kam sie drauf? Oder ich erzähle ihr eine kleine Geschichte dazu, was ich mit Reiten verbinde, denn ich hatte meine Ex-Freundin, die geritten ist, und da war ich manchmal dabei. Das heißt, wichtig ist, dass du mit den Informationen noch arbeitest, die von der Frau kommen. Wenn du es einfach so nimmst, die Informationen, und wieder wegschmeißt, dann ist natürlich die Stille da und dann weißt du natürlich nicht, was du sagen sollst. Du kannst doch gerne zu der Frau sagen, hey, ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Das ist absolut in Ordnung. Wenn da mal ein Moment kommt von Stille, du weißt nicht, was du sagen sollst, dann sag ihr, hey, ich weiß gerade echt nicht, was ich sagen soll. Und dann ist es oft so, dass die Frau was sagt. Kann aber auch sein, dass das Gespräch dann endet, weil der Druck zu groß ist für die Frau. Das kann auch sein. Aber es ist immer noch besser, als rumzustehen und einfach nichts zu sagen und dich extrem unwohl zu fühlen. Das gesagt, ist es wichtig, sich mit diesem Unwohlsein aber auch abfinden zu können. Also wenn mal dann so eine Gesprächspause besteht, mach bitte nicht den Fehler, den viele Anfänger machen, und mach sowas wie Gesprächspause. Ah, lass uns mal Nummern tauschen, um aus dem Gespräch rauszukommen, sondern halt ruhig mal die Gesprächspause aus oder kommuniziere der Frau zum Beispiel, hey, ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Diese Sachen wirst du oft am Anfang benutzen. Du wirst oft zu Punkten kommen am Anfang, wo du vielleicht nicht mehr weißt, was du sagen sollst, und das ist in Ordnung. Bleib einfach mal kurz in der Stille und renn deswegen nicht aus der Kommunikation raus. Ganz, ganz wichtig. Ne? Also du kannst, wie gesagt, anfangen mit, hey, du hast mir gefallen, oder hey, bist du mir aufgefallen und ich fand irgendwie der Tasche toll, oder hey, du hast mir einfach gefallen, ich wollte dich ansprechen, ich weiß jetzt gar nicht so genau, was ich sagen soll, aber irgendwie kriegen wir das schon hin. Oder was auch immer dir da spontan einfällt. Du kannst da gerne spontan sein, du kannst da gerne sehr authentisch sein, kannst der Frau gerne sagen, dass du keine Ahnung hast, was du jetzt machst, aber dass du sie einfach ansprechen wolltest, weil du sie heiß fandest, weil sie dir gefallen hat. Das kannst du gerne so machen. Und viel komplizierter muss es auch gar nicht sein. Eine Frage, die du danach, nach dem direkten Anfang, immer stellen kannst, ist, cool, was machst du denn gerade? Oder cool, kommst du von hier? Cool ist immer so mein Wort, das ich benutze, um so eine Brücke zu schlagen, oft in Gesprächen allgemein. Es hat sich so eingebürgert. Cool, was machst du gerade? Oder cool, kommst du von hier? Cool, kommst du von hier? Macht zum Beispiel an Orten wie damals, wo ich noch in Berlin gewohnt habe, hat das mehr Sinn gemacht, zu fragen, ob sie von da kommen, weil da auch oft einfach Touristen unterwegs waren. Und diese Fragen führen dich dann meistens auch zu weiterführenden Themen, über die du dann sprechen kannst. Zum Beispiel, cool, was machst du gerade? Da kriegst du die Information, was macht sie hier gerade? Dann kannst du darüber ein bisschen reden. Und dann kannst du zum Beispiel den anderen Satz benutzen, den ich dir eben gesagt habe, nämlich, aha, und was machst du denn, wenn du nicht gerade XY machst? Das sind so Stützrädersätze, die du am Anfang benutzen kannst, um ein Gespräch ins Laufen zu bringen. Na, es geht dann darum, dass du einfach eine gewisse Zeit mit der Frau verbringst, guckst, gefällt sie dir, findest du sie cool und hast du Bock, mehr Zeit mit ihr zu verbringen. Und wenn das der Fall ist und wenn ihr beide auch Zeit habt, dann kannst du sie auch auf ein Instant-Date, Kaffee trinken, was auch immer einladen. Deswegen fragst du auch, was machst du denn gerade? Denn du bekommst auch die Information, was macht sie gerade? Hat sie gerade Zeit? Und dann kannst du nämlich nachführen und sagen, ja, bevor wir jetzt hier weiter rumstehen, lass uns auch 5 Minuten Kaffee trinken gehen. Da um die Ecke oder wo auch immer. Ne, ganz wichtige Sache. Denn je mehr Zeit du mit ihr verbringst vor Ort, desto wahrscheinlicher ist es, dass ihr euch wiederseht. Je mehr Zeit beim Kennenlernen, desto wahrscheinlicher ist das Wiedersehen. Das muss nicht immer so sein, denn es kann ja auch sein, dass während ihr mehr Zeit verbringt, ihr herausfindet, dass ihr euch scheiße findet. Aber dann ist es ja super, denn dann verschwendest du keine Zeit mit den falschen Frauen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, wenn du diese Sachen nimmst, die ich dir gerade mitgegeben habe, solltest du eigentlich durch die meisten Gespräche anfänglich schon mal durchkommen. Und dann geht es natürlich darum, okay,
finde was über die Frau raus. Was das genau sein soll, das kann ich dir nicht sagen, denn dazu solltest du dir überlegen, und das kannst du dir auch gerne aufschreiben, was interessiert mich denn an einer Frau? Was will ich denn von einer Frau wissen? Was möchte ich von einer Frau erfahren oder was brauche ich von einer Frau, um zu wissen, hey, die gefällt mir oder die finde ich cool? Und wenn du jetzt feststellst, oh Gott, ich würde jede Frau nehmen, Hauptsache ich habe eine, dann sind wir an einem schwierigen Punkt, dann hast du keine Ansprüche und das wird sich auf die Frau auswirken. Die Frau wird merken, oh Gott, er wird ja alles nehmen, was dahergelaufen kommt. Das ist keine besonders attraktive Sache und spiegelt einfach nur wieder, wie wenig Erfahrung du mit dem ganzen Thema hast. Deswegen überleg dir, was willst du von der Frau? Wie stellst du dir die Frau vor? Was interessiert dich an der Frau? Stell dir vor, du sitzt in einem Bewerbungsgespräch und die Frau bewirbt sich gerade bei dir. Passiert natürlich auf der anderen Seite genauso. Die Frau guckt sich ja auch dich an und überlegt sich, gefällt er mir? Na, das ist ja ein beidseitiger Prozess, der stattfindet. Aber überleg dir einfach, okay, wenn du die Position Frau in deinem Leben besetzen wollen würdest, was wäre dir da wichtig? Und guck, ist diese Frau cool drauf? Ist sie so drauf? Kriegst du mit, wie ihr Vibe ist als Frau? Ist sie locker, entspannt oder ist sie eher angespannt? Das kann sein, dass sie noch nicht ganz entspannt mit der Lage ist. Oder ist sie ein bisschen konservativ, vielleicht ein bisschen offener, liberaler? Wie ist so ihr Vibe? Ist sie vielleicht ein bisschen männlicher, weiblicher? Was gefällt dir da? Was brauchst du da? Ne? Und das findest du natürlich auch raus, indem du Frauen ansprichst. Das heißt, alles führt wieder darauf hin zurück, dass du Frauen kennenlernst. So einfach ist es. Mit den Sachen, die ich jetzt gesagt habe, solltest du durch die meisten Gespräche erstmal basic durchkommen. Natürlich gibt es noch ganz viele Sachen, die darauf aufbauen, aber solche Sachen klärt man dann eher in einem individuellen Coaching. Links neben mir kannst du den Channel abonnieren, unter mir kannst du dich für so ein individuelles Coaching bewerben. Es gibt auch ein paar Plätze für dieses Jahr. Unten rechts geht es zu einem Video. Unbedingt vorbeischauen, das hier knüpft direkt an dieses Video an und gibt dir weitere Informationen fürs Frauenansprechen. Geil, dass du dabei warst. Übermorgen gibt es ein ganz besonderes Video. Ich freue mich schon drauf, wenn du dann wieder dabei bist. Bis dahin, ciao.